Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Das ist der. Der Wisch, den wir letzte Folge gefunden haben. Liefer dein Paket an die alte Schallstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Also es gibt irgendwo eine Schaltstation, es gibt irgendwie einen Boten, der Mitternacht kommt und es soll ein Fass geben. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt ein Paket eingesammelt? Oh, mal gucken. Holzschrott. Ich weiß gar nicht, ob ein Paket irgendwie, ob ich kein Paket gesehen. So. Gucken wir nochmal hier rein. Scheinwerfer schauen. Band abspielen. Licht einschalten. Die befallen hier. Dutchman ist dabei draufgegangen. Skelett ist viel zu schwer, aber ich kann Leute tragen. Das ist, ja. So, also hier müssen wir noch nicht hin. Wir sind eigentlich in die andere Richtung. Ich wollte mal gucken, was da so ist. Die Schallstation, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich speichere nochmal. Gucken wir mal hier rein. Schon wieder haben wir Schüsse. Hier ist Rad auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ich
Wir haben ja Glück gehabt, dass der was rumbuggt. Nicht auf. Das ist so schwer, okay. Wir sind schon ein bisschen verstrahlt. Da unten braucht vielleicht einer unsere Hilfe. Legen wir los. Ich hatte keine Wahl. Sie oder ich. Siedler. Alles noch dran. Was? Jetzt geht's los. Dieses Mal verstehst du mich nicht. Feigling. Wie kommen denn hier noch? Wäre schlimm. Wollen wir der armen Frau helfen? Das wird ein Maulwurfsrad. Das für Maulwurfsfleisch. Ich glaube, das war's. Hi. Danke für die Hilfe. Danke. Auch, dass du 50 Krokodils hast, was du überlebt hast. Wohnst du hier drin oder was? Man weiß nicht, wo sie wohnt. Es ist auf jeden Fall schon wieder dunkel geworden. So dunkel. Wow. Ja. Fliegende. Oh, die haben mich auch fast getötet. Jetzt muss ich auf jeden Fall hier mal wieder ein bisschen Hilfsmittel nehmen. So, einfach in diese Richtung hier. Swear that this
Plünderer, Toter. Plünderin war es, oder? Das aus mit Tragekapazität habe ich noch. So, jetzt sind wir auch bald da. Hier irgendwo muss das sein. Das Brücke. Bestimmt über die Brücke rüber. Komische Blöd fliegen. So, bitte da. Termins Blau entdeckt. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Weißt, diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte, drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Seid ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Ja, das ist schön, aber ich habe jetzt nichts zum Schlafen, was ich nicht schön finde. Was war das jetzt schon wieder? Wo muss ich überhaupt hin? Also ich muss jetzt da unten hin? Oh Mann, jetzt muss ich da unten hin für die Linie. Das ist ja verrückt. Gibt es noch so viel Decken auf dem Weg? Das ist doch voll schwer, glaube ich. Wir haben es mal vorher. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine längere Nebenquest. Das müssen wir irgendwo ganz woanders hin. Sehr. Wow. Hola. Fahrerhund. Hier darf ich schlafen. Es ist 10 Uhr. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 Stunden. Bis 6 Uhr morgens.
bin jetzt hier. Ah, hier. Ich kann mal ein paar Tomaten ernten. Ist das gut? Dann war ich immerhin schon mal hier. Ein paar Tomaten geerntet. Was wird geerntet? Dann werde ich jetzt einmal schnell reisen nach Hause. Mit dem Skill starker Rücken kannst du mehr tragen und auf höheren Stufen hast du die Möglichkeit, auch beladen noch zu rennen und schnell zu reisen. Das ist gut. So, dann werden wir noch ein bisschen Nahrungsmittel anbauen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, was denn? Ja, wir gucken nachher mal, was er hat. Kleinen Moment, bitte. Stand ich hier bestimmt 2 Minuten rum. Nicht gut. Nicht gut. Mal diese Menschen, die was von einem wollen. Mitten in der Aufnahme. Was soll ich denn tun? So, ich wollte jetzt gerne was anbauen. Was anbauen? Was anbauen? Jetzt. Danke. Ressourcen. Essen. Einmal haben wir Karotten gefunden. Bauen. Dahin. Dann habe ich Mais gefunden. Jetzt noch Tomaten. So, es reicht doch erstmal für die Grundversorgung. Das ist gut. Dass du dann aufhörst zu jammern.
Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Ich komm mal. Schutz. Schutzwachposten. Und mit zwei Stück. So, reden wir noch mal wieder mit? Nee, mit Longlu. Oder jetzt schon wieder. Schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Zu Hause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Ja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überlegen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen, die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Sanctuary abgeschlossen. Was macht der Hund da? Hey, warte da. Komm schon, Position halten und los. Guck dir das an. Hey. Die Minutemen könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ja, ich versuche schon alles, dass wir die Minutemen wieder aufbauen können, aber es ist nicht einfach. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Was ist euch denn zugestoßen? Um es kurz zu machen, seit dem Angriff auf Quincy sind wir unterwegs. Wir waren mal mehr. Mein Sohn ist fort. Dein Sohn, wie war sein Name? Kyle. Mein Sohn hieß Kyle. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Ja, genau. Also, ich
nochmal rausfinden, wie man die zuweisen kann. Auf jeden Fall sollten wir auch mal so einen kleinen Schutzbereich einrichten. Aber nicht mehr jetzt. So, als nächstes werden wir nochmal Schrott wegbringen. Schrottlager. So, muss ich noch alles wieder wegpacken, bringen. So. Wir haben auch immerhin jetzt schon mal das hier sozusagen abgeschlossen. Jetzt müssen wir da unten hin. Das heißt, da gehe ich am besten über das Schienensystem hier. Ich wollte aber unbedingt nochmal hier hingucken, was hier ist. Und was ist da? Da waren wir auch nicht. Ach hier, Bait Station haben wir abgeschlossen. Concord haben wir gar nicht abgeschlossen. Mhm. Ach, da war ja auch noch ein Haus, wo man reingehen konnte, genau. Ich würde jetzt nochmal mit euch ein bisschen in die Richtung gehen hier. Dann werden wir nämlich nächste Folge hier ein bisschen erkunden. Und danach uns von hier aus mal so auf den Weg machen. So darunter, glaube ich. Wollen wir den Fluss ein bisschen. Oder ein Panzer. Oder Trommel. Ein Armeehelm. Das ist ja nichts. Strahlung, Strahlung, Strahlung. Die Strömung treibt das mal weg, ist ja cool. Hier ist es dann. Das ist ja nice. Auf der Karte ist ja noch so ein kleiner See, da will ich mal gucken. Hast du schon was gefunden? Wow. Ja, der Hund hat Gegner gefunden. Haben wir doch noch ein paar Raider gefunden, ja. Grünes Halsband hat er. Ja, Miet ist ein kleiner Tank. Aber doch hat er auch nicht anscheinend. So. Wenn wir uns noch ein bisschen weiter hier umgucken nächstes Mal. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat,
lass doch mal einen Daumen oben da. Und wenn nicht, dann nicht. Dann sage ich gleich, wenn ich dort die paar Sachen eingesammelt habe. Aber jetzt gleich, wenn die Milchflasche noch. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.